Mein Name ist Kim, ich bin Zauberkünstler, zauber jetzt seit über 7 Jahren und rechts von mir steht Sedat, den ich in einem Zauberladen kennengelernt habe. Also ich habe ihm die Tricks verkauft, damit er groß rauskommt. Und dann haben wir später entschlossen, wieso wäre das wäre doch eine gute Idee, wenn wir mal zu zweit zaubern. Und dann haben wir uns privat getroffen und ziemlich viel trainiert. Tische, die auf einmal schweben können. Gäste, durch deren Hals ein Schwert gestoßen wird. Zauberstäbe, die auf des Meisters Stimme hören. Illusion, Einbildung oder Selbsttäuschung. Es ist eine künstliche Vortäuschung der Wirklichkeit. Es ist nur scheinbar. Bühnenshows gehören bei AIM Magic zum Programm. Das Vorbild hierfür ist der wohl zurzeit größte Illusionist, David Copperfield. Doch AIM Magic ist mehr. AIM Magic steht für Another Kind of Magic. Die meisten Leute kennen die Zauberei auf der Bühne und Zauberhut, Zauberstab. Aber AIM Magic, Another Kind of Magic, soll darauf hindeuten, dass es eine andere Art der Zauberkunst gibt. Die sogenannte Close-Up-Zauberei. Zaubern hautnah und dicht dran. An den Tischen ganz nah am Mann. Und genau diese Close-Up oder auch Tischzauberei genannt, ist das, was den Zuschauer wirklich ins pure Staunen versetzt. Und jetzt guck bitte noch mal ins Glas hinein und sag mir, was siehst du jetzt? Kreuz Ass. Ist das die richtige Karte? Ja. Das war toll. Erika, Sie können zaubern. Danke. Toll. Das Schöne an der Geschichte ist natürlich, ich als Zauberkünstler mache das ganz anders. Ich mache einfach so, ich nehme das einseitig bedruckte Feuerzeug, reibe es hier einmal in Ihrer Hand und schon ist es wieder weg. Das ist gemein. In deiner Hand passiert es jetzt. Zauberei, Magie zum Anfassen. Bist du bereit? Ja. Noch siehst du die Realität. 1, 2, 3. Und jetzt siehst du. Realität oder Illusion? Das ist hier die Frage. Realität oder Illusion? Hey, wait a minute. Die Karten kommen in deine Hand. Und du hast ja an deine Karte gedacht. Dann konzentrieren wir uns. Mensch. Super. Und pass auf, jetzt geht's los. War das deine Karte? Ich kann mich nicht erinnern. War es meine Karte? Ich glaube ja. Das muss ja gewesen sein. Die Kamera war Zeuge. Ich glaube, es war meine Kamera. Gut. Sehr gut. Klasse. Dankeschön. Ich komme mit meinem Gummiband hinter Ihr Gummiband. Hab keine Chance, hier rauszukommen. Ich lass dich los, keine Angst. Ich brauche nur ein bisschen Reiben. Das ist immer gut. Das ist gut, dann wird das aus der, man weiß aus der Physik, Reibung erzeugt Wärme oder Hitze. Und durch Wärme oder Hitze kann man diese Gummibänder voneinander trennen. Jetzt bin ich aber baff. Das fasziniert die Leute eigentlich mehr als das Bühnenzauberei. Und weil die Leute wirklich auf die Finger schauen können und nichts sehen, obwohl sie halt auf die Finger schauen. Und das ist das Faszinierende an der Close-Up-Zauberei, an der Tischzauberei. Und man muss auch sagen, Bühnenzauberei ist vielleicht nicht so interaktiv wie Close-Up-Zauberei. Man kann sich da mit dem Zauberer unterhalten, man kann die Requisiten untersuchen, man kann alles in die Hand nehmen. Und ich glaube, das zeichnet diese Art der Zauberkunst besonders aus. AIM Magic hautnah erleben zu dürfen, bedeutet sich grenzenlos faszinieren zu lassen. Der Zuschauer darf wie hier Sabrina Settlur die Requisiten auf das Ärgste prüfen. Doch was bleibt, ist pures Erstaunen und ehrliche Freude. Jahrelanges Training ist der Grund für die grandiose Perfektion von AIM Magic. Sie sind meisterlich in dem, was sie tun. Und sollte Harry Potter nicht mehr in aller Munde sein, AIM Magic wird den Zuschauer jederzeit für einen Moment in eine andere Welt entführen können. Und davon träumt wohl fast jeder.